Hallöchen, liebe Shisha-Freunde, wir beide stellen euch heute einen neuen Tabak vor, und zwar mit meiner Amy I Need You Pfeife mit dem Kaminkopf. Und es gibt heute Alajami Ice Citrus Berry. So sieht er aus, ne? Blendet euch ein Foto ein von Nan in der 50 Gramm Variante. Warum? Darauf kommen wir. Noch, wenn ich das Ganze mal auspacke, haben wir hier eine Tüte drin, also da habe ich es jetzt mal umverpackt, die ganz schön klebrig ist. Naja, der Schnitt, muss ich sagen, ist super. Also habe ich nichts zu meckern. Gefällt mir sehr gut. Und was kannst du mal aufmachen vom Geruch? Ey, das ist hier alles, sieht aus, Freunde. Sage ich euch. Wie gesagt, Schnitt blende ich mal ein. Vom Geruch. Der riecht so Hammer. Der riecht so hammergeil. Vom Geruch. Man hat eine schöne Zitrusnote. Man hat eine beerige Note auch drin. Und eine ganz leichte im Unterton. Und eine ganz leichte Eisnote, muss ich schon sagen. Also vom Geruch schon auf jeden Fall mal perfekt. Ne? Muss ich nicht viel zu sagen. Ich kenne den Tabak. Warum? Werde ich mal jetzt einfach erzählen, bevor ich das Video, beziehungsweise bevor ich es am Ende erzähle. Und zwar, Ice Citrus Berry ist mein Ex-Lieblingstabak. Warum Ex-Lieblingstabak? Und zwar habe ich den damals mal geholt. Habe ich angefangen, Profi-Shisha zu rauchen, also mit einer richtigen Pfeife und so. Mit einer guten Pfeife. Und hab den halt dann auch mal geholt, weil der gut gerochen hat. Und 200 Gramm Variante ist 3 Jahre her, oder nee, 2 Jahre her. Hab da auch gerade mit FIFA 14 angefangen, deswegen erinnert mich der immer an meine FIFA 14 Zeiten, wo ich FIFA 14 gekauft hatte. Und weil ich ihn auch immer mit einem Kumpel geraucht hatte und damals halt geholt. Der ist so übertrieben geil gewesen. Heutzutage, ja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte mir den damals geholt in der 200 Gramm Variante, dann nochmal in der 200 Gramm. Nee, ich hatte damals 50 Gramm geholt. Mega geil, dann in der 200 Gramm Variante geholt, nochmal in der 200 Gramm Variante, immer runtergeraucht, die Sache. Und beim dritten Mal, ja, da habe ich dann die halbe Dose weggeschmissen. Ja, warum? Er schmeckt mir einfach nicht mehr. Also ich finde ihn nicht mehr so besonders. Nicht mehr so besonders geil. Also ich kriege auch immer so ein komisches Gefühl beim Rauchen, keine Ahnung warum. Aber darum soll es uns nicht heute gehen. Lass mal nur als kleine Randinformatiz meine Geschichte mit dem Tabak. Ich würde mal sagen, wir ziehen einfach mal an. Und sagen wir mal, wie es geschmacklich ist für euch, ne? Also geschmacklich haben wir auf jeden Fall hier eine leckere Zitrusnote, die ist auf jeden Fall im Vordergrund. Man hat eine schöne Eisnote auch mit drin und halt die beerige Note. Der hat eigentlich einen übertriebenen geilen Geschmack. Genauso wie er riecht, schmeckt er auch. Er schmeckt eigentlich übelst geil, aber ich habe auch so beim Ziehen kommt mir das so. So beim Ausatmen habe ich so ein komisches Gefühl im Hals. Ey, das kannst du echt nicht beschreiben. Ich gucke ja einige Shisha-YouTuber. Wenn die manchmal ein Video rauchen und dann so kriegen, das kriege ich manchmal bei dem Tabak auch, weil er einfach mir gar nicht mehr schmeckt. Also er schmeckt mir nicht mehr so wie damals. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir was verändert haben in der Produktion oder so. Dann macht den doch bitte so wie früher. Ich finde den gar nicht mehr so geil wie früher, also der mal war. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht erklären. Aber wie gesagt, der hat eine schöne Zitrusnote auf jeden Fall. Also er schmeckt schön zitronig. Er hat eine leckere Beerennote und die Eisnote, die bumst einen wirklich weg. Also so waren die Erfahrungen früher. Heutzutage hat auf jeden Fall eine leckere Citrus-Berry-Note. Aber die Eisnote, die haut nicht mehr so krass durch, fände ich. Also früher habe ich ihn auch immer in einem Einlaufkopf geraucht. Der hat gequalmt wie Sau. Mal mit dem Lotus geraucht und heute ist ja nicht mehr so besonders. Ich hatte den letztens mal geraucht. Da hatte ich ihn nochmal geraucht, bevor ich ihn vorgestellt habe. Ich habe den 10 Minuten geraucht, dann habe ich ihn rausgekramt, anderen Tabak rein und mit der Kohlen weiter geraucht, dass ich die Kohlen nicht verschwende. Ich weiß nicht warum. Würde ich ihn empfehlen oder nicht? Freunde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich ja, weil, also er erinnert mich an alte Zeiten halt und wie gesagt, meine alte Liebe kann man fast sagen. Sicher ist es ja voll geil, der Tabak. Er wird auch wahrscheinlich einen von euch echt gut schmecken. Empfehlen, ja. Aber so würde ich fast sagen, könnt ihr euch doch lieber einen anderen Tabak holen. Ich glaube, die 200 Gramm Variante kostet damals, als ich ihn geholt habe, 14,90 €. Ich glaube, die kostet jetzt mittlerweile 16,90 € bei Alajami. Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube, die kostet 16,90 € mittlerweile.
Ja, holt euch den selber mal, überzeugt euch selber. Ich finde ihn, wie gesagt, ganz okay mittlerweile. Und früher fand ich den wirklich geiler als Traube, geiler als Mango und weiß ich, was ich damals alles hatte. Der damals auch schon viele Sorten mal gehabt. Und ja, Freunde, das ist schwierig zu sagen. Also, sagt empfehlen ja, aber da könnt ihr euch doch lieber was anderes holen. Also, sag ich mir jetzt mittlerweile. 4,95 € kostet übrigens die 50 Gramm Variante. Freunde, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns im nächsten Shisha-Video. Das mache ich hier ganz später am Abend. Deswegen muss ich auch so ein bisschen leiser reden. Ich weiß nicht, ob man das so krass hört. Freunde, wir sehen uns im nächsten Shisha-Video. Wie gesagt, Daumen hoch nicht vergessen. Checkt die Links in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Shisha-Video wieder. Freunde, mir ist richtig komisch, wenn ich den rauche. Das ist die alte Liebe, die erfrischt. Ich weiß es nicht, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.